Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und die heutige Folge wird einen etwas anderen Vibe haben, nämlich zum einen gibt es ein ganz spezielles Team mit einer kleinen Challenge und dazu sind die Spiele, die ich hier zusammenfassen werde, aus der Weekend League, aber auch aus dem Livestream. Dort habe ich das Ganze gespielt, ich werde euch hier so mindestens 5 Spiele zusammenfassen, vielleicht auch ein paar mehr, je nachdem wie lange das Ganze wird. Und für diese Weekend League habe ich mir selber eine kleine Challenge gemacht. Ich glaube, ihr könnt es auch schon erahnen, wenn ihr so nach unten schaut, denn dort sieht man nur Informs. Und ich habe es ja auch in der letzten Folge mal angedeutet, dass ich da gerade drüber nachdenke. Ich habe Lust auf diese kleine Herausforderung, einfach mal eine Weekend League mit einem Team zu spielen, wo ausschließlich Informs-Spieler drin sind. Informs, muss man ja sagen, das ist eigentlich lange Zeit was ganz Besonderes in Ultimate Team gewesen, bevor diese Promos Überhand genommen haben, bevor die ganzen Spezialkarten einfach diese Informs, die leistungsbezogen sind, immer in den Schatten stellen. Das hat EA letztes Jahr probiert, ein bisschen zu korrigieren, anzugleichen, dass die Informs stärker geboostet werden. Deswegen habe ich das letztes Jahr auch schon mal gemacht. Und jetzt dieses Jahr achten sie noch mal mehr darauf. Und da sind schon teilweise Karten rausbekommen, die man ja auch immer mal wieder sieht. Man sieht sie, man bekommt sie in Player Picks und denkt sich so, sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus und kann man sich auch vorstellen zu spielen. Meistens reicht es dann nicht ganz, aber ich habe irgendwie immer wieder jetzt Karten gesehen, also das ist eigentlich schon fast spielbar. Und daher auch so ein bisschen die Idee, die Herausforderung, ist so ein Inform-Team spielbar? Kann man damit auch noch irgendwie konkurrenzfähig sein? Und dennoch haben sie ja dieses Jahr auch einen großen Wert, denn sie sind einfach nicht mehr so häufig zu ziehen und dementsprechend werden sie bei SBCs benötigt. Und deswegen sind meistens auch Informs ein bisschen was wert. Teilweise mehr als Spezialkarten. Aber für dieses Team habe ich jetzt nicht einfach nur irgendwie Metaspieler genommen, die eine Informkarte bekommen haben. Zum Beispiel hätte ich es jetzt relativ witzlos gefunden, wenn ich Mbappé oder Hansen Informs jetzt hier in das Team eingebaut hätte, weil klar sind die konkurrenzfähig. Das war nämlich schon zu Beginn an mit die besten Goldkarten. Das wäre jetzt irgendwie keine besonders interessante Feststellung gewesen, dass die spielbar sind. Ich habe deswegen Spieler probiert zu nehmen, die einfach nicht interessant oder nicht spielbar wären, wenn sie nicht einen Inform bekommen hätten. Bis, ich glaube, auf eine Ausnahme, wo man, denke ich, da schon sagen kann, ja, die Karte ist schon sehr, sehr gut. Ich habe sie aber dennoch genommen, weil sie einfach sehr, sehr gut das Team ergänzt hat und die Spieler verbunden hat. Weil ich wollte dann auch noch dazu nicht nur einfach eine Liga nehmen, sondern ich habe mir gedacht, ich probiere da wirklich schön auch intelligent ein Team zusammenzubauen. Ich glaube, ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir können nochmal ganz kurz hier auf die Bank schauen. Das waren auch teilweise Spieler, die ich gerne gespielt hätte. Zum Beispiel den Diouf hier. Ich finde, die Karte sieht krass aus. Also so insgesamt von den Face-Stats her sehr, sehr spielbar. Aber auch so ein Dragojin beispielsweise sieht unglaublich gut als Innenverteidiger aus. Matthäus Kunja. Giese finde ich auch. Tolle Karte so grundsätzlich. O'Reilly ist schwer einzubauen mit der Nation und der Liga. Ein Tavernier. Und da gibt es noch so ein paar weitere, über die ich auch nachgedacht hatte, aber die ich dann letztendlich, weil ich muss ja ein ganzes Team auf den Rasen bekommen. Und das ist noch schwer gewesen, weil die Informs sind dann doch alle so ein bisschen verteilt. Aber wir fangen einfach mal an. Und das Coole ist natürlich, ich konnte da auch Spieler nehmen, die ich mal irgendwann Untrad bekommen habe. Ter Stegen habe ich schon sehr lange gehabt, den habe ich dann auch letztendlich genommen. Über Renault oder Chevalier habe ich auch nachgedacht. Areola auch eine tolle Option. Aber Ter Stegen, und das ist die Ausnahme, das ist der beste Spieler vom Rating her. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich so ein Cap einführe, so nur bis 86, nur bis 87. Ich habe jetzt keine Spieler höher als 88, bis auf Ter Stegen. Und das liegt einfach daran, wie gut er quasi in dieses Team passt. Und ich habe da einfach keine andere Alternative gesehen. Dann gehen wir mal zur Innenverteidigung. Und dort war für mich eigentlich relativ klar, dass es in die Serie A gehen wird, weil dort sind die besten, interessantesten Spieler. Und dann ist mit Bissek dieses Wochenende oder diese Woche noch ein weiterer richtig starker Inform gekommen. Und deswegen habe ich mich dann für Bastoni und Bissek entschieden. Ich muss nur mal kurz auf die richtigen Positionen stellen. Die beiden schon sehr interessant sind. Also Bissek 87 Def, 85 Pace und 92 Physis. Krass, besser als ein Future Star, den ich ja auch schon so regulär gespielt habe. Bastoni, ein bisschen langsam, aber wirklich tolle Def und gute Physis. Und ansonsten natürlich nicht ganz so krass wie diese Monster wie Dragosin oder, dann gab es noch, es gab noch einen anderen. Ich meine, ein Araujo ist auch sehr interessant, aber das war für mich von Chemie her wirklich ein tolles Duo, was ich hier gefunden habe. Dann einen defensiven Part in der Außenverteidigung habe ich dann mit De Marcos gefunden.
auch, also krass, 89 Pace, 86 der von 87 Physis. Wenn es um defensive Außenverteidiger geht, ist das schon wirklich ganz weit oben, würde ich sagen, insgesamt, was man gerade so spielen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann einen offensiveren Außenverteidiger genommen und den hatte ich ursprünglich nicht eingebaut. Ich hatte erst Juri Berici, aber, sieht man auch, ist auch eine krasse Karte, ich habe mich dann für Grimaldo entschieden und der Grund war wirklich einfach nur, dass er Deadball hat. Ansonsten hatte kein anderer Spieler aus meinem Team Deadball und ich wusste, dass ich, wenn ich jetzt mit so einem schwächeren Team antrete, dass ich auch immer wieder auch mal ein Standardtor brauche, um da mal ein Spiel vielleicht auszugleichen, um es zu gewinnen. Und ich habe mit Bissek einen unglaublich kopfballgefährlichen Innenverteidiger und dementsprechend habe ich dann einfach geschaut, wie ich hier einen Deadball-Spieler reinbekomme. Grimaldo war hier einzubauen und entsprechend habe ich dann mit ihm hier den Weg gefunden. Und das hat gut geklappt, weil er Spanier ist, denn auf der ZM-Position bin ich dann hier auch wieder bei einem Spanier gelandet, nämlich Mikel Merino und dazu dann Palacios. Ich denke, auch ein ziemlich cooles Duo, was die Chemie betrifft. Hier Spanier aus der La Liga und dann hier dann auch noch einen Spieler aus der Bundesliga von Bayer Leverkusen und damit gut zu Grimaldo passend. Und das sind auch einfach, also ich hätte gerne einen defensiv stärkeren Spieler gehabt. Vielleicht so Camara ist das beispielsweise aus der Ligue 1, den ich eigentlich auch gerne halt einbauen wollen. Weil Merino ist sehr gut defensiv und physis, hat aber trotzdem offensive Akzente, hat keinen defensiven Playstyle. Und bei Palacios auch. Also da hätte man schon drüber diskutieren können, ob das nicht ein bisschen zu offensiv ist. Aber es hat auf jeden Fall soweit ganz gut funktioniert und dann, wie gesagt, auch chemietechnisch. Rechte Flügelposition. Bleiben wir in der Serie A mit Orsolini. Den habe ich schon vor Wochen gesehen, dachte so, wow, es ist echt eine gute Karte. 90 Pace, 88 Shooting und 86 Passing, dazu noch 92 Dribbling und Rapid Playstyle Plus. Das ist auch einfach an sich sehr, sehr gut. Und dann auf der linken Flügelposition auch eine sehr schnelle Spielerin. Die habe ich mir aber so gekauft, Salma Parallelo. Irgendwie so auszusprechen. Die mit Tiki-Taka, was inzwischen auch ein Playstyle ist, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und vor allem natürlich mit 96 Pace. Ein bisschen weniger Schießen, Passen und Dribbling im Vergleich zu Orsolini beispielsweise. Von daher da vielleicht ein bisschen Nachlässigkeiten, aber insgesamt natürlich auch eine tolle Option. Und jetzt kommen wir zu den beiden Stürmern, ich sag mal in Anführungszeichen. Denn ich habe hier einmal einen Ferran Torres, den ich mir auf der 10 spiele. Und dann, ich sag mal, er ist ein Wiederkehrer. Es ist Sirloff. Ich hatte ihn in der ersten Inform-Variante und dann habe ich mir in der zweiten Inform-Variante jetzt für diese Challenge gekauft. Den ersten habe ich untrade gehabt. Und das ist dann jetzt die Idee. Ferran Torres, muss man auch sagen, auch solides Tempo und spielerisch ganz okay. Aber da gibt es sicherlich bessere Karten, aber man muss das halt auch alles zusammenbekommen und das war halt nicht ganz so einfach. So habe ich jetzt zwei Spieler, die nicht auf voller Chemie sind und ich habe dann dadurch hier einen wirklich tollen Stürmer, der ja einfach ein körperlich robustes Paket mit reinbekommt. Dann zwei sehr, sehr gute oder passende Flügelspieler, würde ich sagen. Und mit Ferran Torres auch jemanden, der dann auf der 10 spielen kann, denn er hatte auch den Incisive Pass, er hat Tiki-Taka und dadurch auch eher als Ballverteiler agieren kann. Und selber aber auch was kreieren über das Technical Dribbling. Und ich war mir ein bisschen unschlüssig, wie ich das denn spiele. Ob ich hier 4-3-2-1 spiele, ob ich 4-4-1-1 spiele oder was ganz anderes. Das Ding ist, dadurch, dass man hier einfach nicht ganz so spielerisch aus dem Vollen schöpfen kann, war ich ein bisschen unschlüssig, auf welche Formation ich dann gehe. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das 4-4-1-1 zu spielen. Und da habe ich dann auch so jemanden wie Ferran Torres gebraucht. Auf der 10, einfach als Ballverteiler, Sirloff vorne drinne, Merino, Palacios. Palacios der defensivere Part, einfach aufgrund, glaube ich, der Arbeitsraten und, ich glaube, defensiven Playstyles. Und dann Orsolini und Parallelo auf den Flügeln. Was ihr natürlich merkt, ich habe keinen Spieler mit 5 Sterne Skills, weil da ist die große Schwäche von den Informs im Vergleich zu den Promokarten. Es gibt nicht so viele Spieler, die 5 Sterne Skills haben und meistens haben sie dann eher 3 Sterne Weakfoot oder an sich jetzt nicht so das krasse Paket. Und deswegen habe ich dann hier komplett auf Spieler mit 5 Sterne Skills verzichtet. Das ist das Team und damit geht es jetzt rein in die Wicked League Zusammenfassung. Aber ich weiß auch, dass ich bei den ersten 9 Spielen, die ihr quasi nicht gesehen habt, hatte ich auch schon ein, zwei Mal Spiele, wo die ich hätte verlieren können. Also es ist halt nicht immer alles enger jetzt dann mit so einem Team. Aber es wird jetzt von Spiel zu Spiel schwieriger. Ach du Scheiße. Ja, das ist okay. Da müssen wir jetzt uns wirklich konzentrieren.
Weil das ist natürlich jetzt alles, jeder dieser Spieler ist brandgefährlich. Jeder dieser Spieler ist in der Lage, aus dem Nichts ein Tor zu machen. Das ist so verdient. Das ist so verdient. Also es war natürlich jetzt ein ganz komischer Abschluss, aber das war so eine schöne Aktion, wie ich den frei bekommen habe mit dem Flair Nutmeg Pass in zum Steilpass hin. Gut. Ja, die Balleroberung von Bastoni schon, die war auch impressive. Keine Ahnung, wie der so frei ist. Krass. Einfaches Gegentor. Aber auch schön gespielt vom Gegner. Boah, starkes Finish von Ferran Torres. Also das war jetzt extrem stark. Also wenn der geht vielleicht 30% der Fälle rein, der Ball, oder? Elva, wow! Wow! Nein! Okay. Okay. Schade. Ach, am Ende gewinnen halt doch die Coins. So muss man es leider sehen. Es ist sogar First Owner R9. Krass. Ja. Das ist ein kleiner Moment, der das Spiel da jetzt gerade entscheidet. Ich habe natürlich verkackt mit dem Elfmeter. Aber naja. Ärgerlich. Ein Problem. Ach, es bringt vor allem an diese Elfmeter-Taktik gar nicht so viel, da so lange zu warten. Das ist das nächste. Das ist der nächste First Owner R9. Toti. Das sage ich ganz ehrlich, ist demotivierend, jetzt zweimal gegen so ein Team zu spielen. Also ich finde, einen neuen First Owner sieht man halt auch einfach nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit. Das ist so ein Witz. Ich habe Bissek ausgewählt, er steht genau richtig, ich bekomme Palacios und Akanji, den er nicht mehr richtig in Position bestellt bekommt, weil er hängen bleibt. Der gewinnt dann doch irgendwie am Ende das Kopfballduell. Das ist so ein Scheißdreckswitz, ey. Das sind so Tore. Also ehrlich. Ach Gott, das ist halt echt. Das. Naja. Ich weiß nicht, was ich gerade verbrochen habe, um zweimal gegen solche Teams zu spielen. Fünfmal so viel arbeiten für irgendwelche Situationen. Dann macht er nur noch diesen Scheißdreck mit dem Torhüter auf die Linie stellen. Unrealistische Scheiße überhaupt. Das triggert mich echt mit am meisten. Wollen wir wetten, dass er einen 4-3-2-1 spielt? Wow! Ist es mal ganz ehrlich, ist einem das nicht irgendwann langweilig? Ist mal ohne Spaß, wirklich, ist ja toll, ist eine tolle Formation und so weiter. Jede Woche
das Team minimal verbessern, so ganz leicht umstellen, vielleicht einen Timo Werner jetzt drin haben, anstatt irgendwie einen Eusebio oder irgendwie sowas. Und dann jede Woche das gleiche Team im Kern spielen, jede Woche die gleiche Formation. Macht das Spaß? Weil ihr könnt den Arsch drauf verwetten, dass er die letzten zwei Monate, wenn nicht sogar länger, auch jede Weekend League. Wahrscheinlich seit Release spielt er mit 4-3-2-1. Seit Release. Flasht einen die Weekend League da noch so hart, dass man irgendwie jede Woche einfach nur alles auf maximal Ergebnis spielt? Sind die Weekend League Rewards so stark oder? Den Ball hätte ich fast durchgespielt, dann wäre ich durch gewesen mit Ferran Torres. Zum Beispiel hier stehe ich. Das sage ich ganz ehrlich, der ist okay, der Treffer. Weil ich hier es einfach nicht so gut hinbekommen habe, den Torhüter zu stellen und meinen Bissek ausgewählt zu bekommen und zu positionieren. Aber im Vergleich zu dem ersten Eckballtor, das er gemacht hat. Er gewinnt halt das Spiel, weil er zwei Eckballtore macht. Das ist halt. Ja. Jetzt breche ich auseinander. Naja, zwei Tore ist sogar theoretisch noch möglich. Wir wollen ja jetzt hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Glück gehabt. Und wir sind dran. Ein Tor noch. Richtig Glück gehabt. Guckt euch das an. Also als ob der Intercept-Playstyle hätte. Ach, das ist so ein Dreck. Sorry, aber was ist das denn für eine Abfanganimation von dem Spieler? Das Problem ist, ich merke das halt jetzt schon. Ich jetzt auch in dem Spiel insbesondere. Es ist halt echt. Ich weiß nicht, ich würde gerne die Weekend League hier heute beenden, weil ich es cool finde, das im Stream so grundsätzlich zu machen. Aber es ist halt einfach schwer, die Konzentration über so für mich viele Spiele hochzuhalten in einer Sitzung. Ja. Schönes Tor. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir von vorne bis hinten nicht ausdenken, was hier gerade passiert ist. Cruyff, muss ich auch echt sagen, ist für mich einer der unangenehmsten Gegenspieler, die es gibt in FC 24. Ich finde Cruyff, ich weiß, also der setzt sich immer auf eine Art und Weise durch, die ich nicht verstehe. Schön gespielt, finde ich. Das wäre echt mein bester Schütze. Okay, Glück gehabt. Aber was heißt Glück gehabt? Der Ball darf halt überhaupt gar nicht. Es darf überhaupt gar nicht so zu dieser Situation kommen. Komm, da ist ein bisschen Platz. Können wir direkt spielen? Nee, können wir nicht. Guck mal, da ist eine Riesenlücke. Boah, schade. Grün ist dein Finish. Du hast die zwei Eckballtore gemacht. Warst du das mit Akanji? War ich mich ein bisschen über den ersten aufgeregt, weil du bist sogar hängen geblieben mit Akanji und ich krieg trotzdem einfach mein Bissek weggewechselt. Ansonsten wäre der niemals rangekommen. Am zweiten war das nicht so der Fall. Jetzt machen wir normal rein mit Bissek. Er wird ihn nicht nochmal so weit rausstellen. Doch, macht er. Aber er wird ihn zurückziehen. Hundertprozentig.
100%, ich müsste ihn zurückziehen. Was? Okay, machen wir es so. Spielen dürfen. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Aber ich habe halt einfach komplett drauf gegambelt. Wow. Das mit Incisive Pass, der Ball da durchgeht. Was dann auch so gekommen ist. Meiner, nice. Okay, es gibt den Rich Quit Kitzer Juniors. Schmeichel. Akanji, Saliba. Oh, zwar, also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, hä? Das ist. Hä? Sag doch mal ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal. Also irgendwas habe ich anscheinend verpasst. Die letzten. Ich spiele normalerweise nicht solche Leute, solche Gegner. Aber gut. Scheiß drauf, das ist Teil der Herausforderung. Da ist es, Glück gehabt. Da muss man schon sagen, kommt die körperliche Stärke von einem Sörloff halt schon durch, ne? In dem Moment, wie der einfach so stehen bleibt. Komm, probieren wir mal. Ja, mit viel Tempo mitnehmen. Schade, das hätte das 2-0 sein können. Hallo Nicoletta und Schnitter. Ich glaube, das wird das 2-0. Ja, ja. Das 2-0. Batz! Batz! Komm, da geht noch was. Kriege ich den jetzt hier? Komm! Yep! Warum läuft Bissek damit? Er macht ihn! Ferran Torres war es jetzt, oder? 2-0. Richtig glücklich. Problem war jetzt an dieser. Okay. Gegner wird jetzt richtig wild. Okay, perfekt. Das war schön gemacht. Da hat alles gepasst. Es war ein schöner Flair Nutmeg Pass. Es war eine schöne Ablage auf Sörloff. Noch gut und souverän den Torhüter umdribbelt. Ich glaube, das ist echt ein Tor, womit man sehr zufrieden sein kann. Elva. 7-0. Rein das Ding gehauen. Sehr schön, das ist jetzt die Entscheidung. Hätte doch eine schöne Flanke sein können. Okay. Olle, jetzt wird es ja noch ziemlich deutlich gegen Ende. Er hat plus 2 bekommen und bekommt jetzt nochmal plus 2. Okay, das ist mal hier ein akzeptables Team. Ich hasse. Das laggt, ne? Seht ihr da auch. Boah, das sind richtig ekelhafte kleine Ruckler gerade immer wieder. Die ich so ehrlicherweise gar nicht kenne. Hä? Was ist das denn? Hä? Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier gerade für ein Spiel? Okay, das kann ich. Also, wenn das so weiterläuft, ist das verloren. Also wenn das, so, ich mache jetzt hier das 1-0, aber wenn das Gameplay so weiterläuft, dann geht hier gar nichts. Dann, das ist nicht handelbar. Aber ich habe das Gefühl, der Gegner hat die gleichen Probleme. Wir müssen vielleicht diese Schwächephase auch vom Gegner, wo er jetzt gerade unkonzentriert ist, ausnutzen. Was ein Ball. Ist leider noch nicht entschieden, das Spiel. Das ist das Problem. Gegner macht jetzt. Ja.
Ich muss in die andere Ecke schießen. Ich muss in die andere Ecke schießen. Und ich habe Glück, dass er trotzdem reingeht. Ich muss sehen, dass er den Torhüter so krass in die Ecke schiebt. Gut. Gut, gut, gut. Das ist, also diese Ruckler, ich weiß nicht. Das ist ja wirklich ganz kurios. Aber. Mit einem roten Time-Finish, alles klar. Ich habe alles gesehen. Auf dem schwachen Fuß. So wollte ich es machen. Das war meine Idee. Klar, das, sowas können nur die Besten. Ich hätte, wenn ich einfach gepowershottet hätte, wäre der drin gewesen. Oh oh. Der Gegner wollte nämlich nicht rausgehen, der wollte nämlich noch ganz normal weiterspielen. Der wollte einfach nur umstellen und der belieft. Sein gutes Recht. Schön. Das ist wichtig. Okay. Gegner geht anscheinend jetzt dann doch raus. Gut. Wichtig. Wichtig und richtig. Courtois. Es ist, also mal ganz ehrlich, es ist wirklich komisch. Wenn ich hier gucken würde, gegen wie viele Team of the Years Mbappés und R90 gespielt habe, ist das locker das sechste Mal. Fünfmal auf jeden Fall. Könnte schon das sechste Mal sein. Glück gehabt. Einfach einen Abpraller wieder bekommen. Vom Gegner. Aber ich glaube, die Idee war eigentlich nicht schlecht. Ist wahrscheinlich faul, ne? Das Ding ist auch halt Brett im Tor. Also... Ich glaube, da hat man jetzt halt schon gemerkt, den Spielerunterschied, also dass er da so rankommt, ist schon echt wild, um ehrlich zu sein. Krasses Dribbling von Zerloff. Nice! Let's go! Flare Pass, weil die kommen mit Tiki-Taka besonders gut. Und deswegen war das eine ganz bewusste Aktion. Das ist jetzt, fand ich schon, ein echt geiles Tor. Schön. Torres. Nice! Einfaches Tor. Guck mal, ich probiere was. Ja, das ist halt die Stärke von Rossolini. Wow! Ferran Torres! Wilder Abschluss! Oh. 5-1, komm, Brudi. Ich würde es dir nicht rumnehmen. Weil ich respektiere den Gegner immer noch heftig. Alter. Sechs-eins. Gegner hat Pause gedrückt. Das soll es gewesen sein. Sehr schön. Boah, also ich weiß nicht, was heute mit dem Matchmaking los war hinsichtlich Teams, aber ey, 16-3 mit dem Team. In Rang 2 wäre möglich gewesen, aber ich glaube, wenn man immer so die Gesamteinheit der ganzen Spiele betrachtet, glaube ich,
Da muss schon wirklich viel zusammen gut laufen, damit das hier von Rang 2 oder Rang 1 beispielsweise reichen würde. Aber hey, 16 zu 3, das ist so häufig, habe ich auch die Weekend League mit dem Main Team so beendet. Von daher kann ich mich beim besten Willen nicht beschweren. Und ich werde jetzt mal noch mal so ein kurzes Resümee zu den Spielern ziehen. Also Ter Stegen war auch in der Hinsicht so ein bisschen der Ausreißer nach oben. Ich wollte eigentlich nicht höher als 88 gehen vom Rating her. Ihn habe ich genommen, weil er, wie gesagt, mit Bissek und Barcelona-Spielern und La Liga halt echt gut geklickt hat. Ansonsten, wenn es da eine Alternative gegeben hätte, die niedriger wäre, hätte ich die genommen. Bissek und Bastoni beide überragend stark als Außenverteidiger. Innenverteidiger. Ich habe gerade schon an die Außenverteidiger gedacht. Demarcus, 86 Def, 87 Physis, 89 Pace. Das war genau das, was ich von ihm wollte. Er sollte den defensiven Part spielen auf der Außenverteidigung. Und das hat er richtig, richtig gut geliefert. Von daher Torbeteiligung keine einzige. Und das ist genau das, was ich wollte. Er hat auf der Außenbahn das sehr, sehr gut gemacht im Verteidigen. Und ich hatte ursprünglich anders das Team geplant, wo jeder Spieler auf voller Chemie gewesen wäre und trotzdem drei Ligen drinne. Aber ich habe dann gegen Ende mich nochmal entschieden, weil ich habe bewusst einen Spieler gesucht, der Deadball Plus hat. Nicht der Deadball Plus hat, sondern Deadball an sich. Und deswegen habe ich das Team umgebaut und habe noch Grimaldo eingebaut, weil ich habe unbedingt einen Spieler gebraucht, der noch Deadball hat. Und dadurch habe ich jetzt hier zwei Spieler nicht auf voller Chemie mit Palacios und Orsolini. Aber das hat sich gelohnt, denn ein Bissek hat alleine 5 Tore gemacht und die waren halt logischerweise möglich durch Deadball auf Grimaldo. Also das ist, glaube ich, auch aufgegangen. Grimaldo an sich defensiv finde ich ihn sehr, sehr gut und offensiv auch okay. Er war halt limitiert, was so die Skill-Moves und den Weakfoot betrifft. Das habe ich dann doch immer gemerkt. Aber 9 Torvorlagen und ein Tor selber geschossen in 29, warum habe ich 29 Spiele mit ihm? Den muss ich dann nochmal irgendwann anders auch schon mal gespielt haben. Bastoni? Ach so, ich habe die Quali mit denen auch noch gespielt. Stimmt. Ich habe auch noch die Playoffs mit denen schon gespielt. Ich habe schon mal ein bisschen mit denen eingespielt. Und die beiden ZMs haben auch ihren guten Job gemacht. Was ich echt krass finde, 13 Torvorlagen aus dem Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, finde ich schon heftig. Und das liegt an dem Incisive Pass. Das liegt echt an dem Incisive Pass. Normalerweise mache ich nicht so viele Torvorlagen aus dem ZM heraus. Palacios, dafür, dass er den defensiven Part spielt mit 5 Torvorlagen, ist auch krass. Also in der Hinsicht echt mehr geliefert, als ich es erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Paraluello, 19 Torvorlagen, 2 Tore geschossen. Das ist halt alles auf ihrem Tiki-Taka-Playstyle, weil man immer noch mal mit so einem Spieler weiter X drückt und weiter den Pass spielt. Das finde ich heftig. 19 Torvorlagen in 19 Spielen. Krass. Orsolini, 28 Tore in 29 Spielen, ist auch krass für mich, für einen Flügelspieler. Ich habe 4-4-1-1 gespielt. Und er macht einfach aus dem Flügel, aus der Flügelposition 28 Tore. Krass. Und dann Ferran Torres. Auch schöne Scorer. 31 in 29 Spielen. 20 Tore, 11 Torvorlagen ist gut. Und Sörloff, ja, was soll man sagen? Also, was soll man dazu sagen? 29 Spiele, 36 Tore und dazu noch 23 Tore vorbereitet. Der Mann hat alles geliefert. Heftig. Also, in der Hinsicht sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, von der Bank finde ich immer schwer, was zu sagen. Aber das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Gut. Aber gut, dann kommen wir jetzt zu den Rewards. Die wurden auch überarbeitet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Richtig nice, dass diese Campaign Player Picks jetzt, dass das Player Picks sind und nicht mehr diese Packs, weil diese Player Picks, diese Packs waren eine Katastrophe. Sehr, sehr, sehr nice. Fangen wir an mit den 84 plus Player Picks. Komm, Info mit dem hierbei, da will ich mich nicht beschweren. Den habe ich jetzt gerade untrade doppelt. Puh, können wir den mal gut reinstecken? Ah, so sehen sie normalerweise aus. Ich habe das nicht mitbekommen mit diesen Campaign-Player-Picks. Ist auf jeden Fall gut. Und das letzten Gold-Player-Pick quasi. Noch ein Inform mit Operi.
Operi. Den hatte ich zwischenzeitlich auch in meinem Team drin, als ich noch auf Ligue 1 gehen wollte im Inform-Team. Und jetzt bin ich mal gespannt, was diese Campaign Mix 1 out of 4 ist auch stark. Wow! Richtig brauchbar! Donnarumma kostet sogar was. Ich glaube, der ist richtig nach oben gegangen zwischenzeitlich. Ah, 130.000 Münzen. Er ist ein richtig guter Spielbarer. Also wenn ich nochmal irgendwie bräuchte, so Ligue 1, PSG oder sowas, ist der The Man. Schöner Player-Pick. Gefällt mir. Und dazu noch ein Politano. Oder, nee, warte mal. Orban bekommt ja noch plus 2, wurde mir gerade erklärt. Okay. Dann machen wir das so. Das ist eine das ist Sirloaf. Wie schön. Das ist doch, es ist ein Zeichen, es schließt sich ein Kreis. Es schließt sich einfach ein Kreis mit ihm. Was haben wir hier? 86 plus mal 2, 85 plus mal 3 und ich glaube, ich habe nochmal ein plus 2. Das ist wieder eine Good Birthday-Karte. Pop, okay, alles klar. Lavelle 90, die habe ich untrade schon gezogen, aber ist ja nicht schlimm, denn ich habe sie ja tradable. Dann machen wir das wieder. So, das ist wieder eine Foot Birthday Karte, Deutschland. Ist wieder Pop. Wieder Pop mit einem Foot Birthday Spieler. Mal sehen, wer es diesmal ist. Okay, ist schon irgendwie lustig. Diesmal kommt, erkenne ich jetzt, oh, Milinkovic-Savic. Ja, warum nicht? 85 plus mal 10. Foot Birthday. Brasilien. Philippe Anderson. Schade, ich habe ein bisschen auf. Es ist ein doppelter Walker zumindest. Ist dann noch ein Foot Birthday-Spieler, oder? Ja? Ja? Ich hatte kurz auf Rodrigo gehofft, aber ich glaube, der ist rechter Flügel, ne? Aber jetzt einfach mal so ein 87 plus mal 4. Darauf habe ich Bock. Das ist ein Foot Birthday-Spieler. Nee, ist was anderes. Das ist ein Icon, ne? Nee, ist es ein Icon? Ist es Philippe Anderson? Ist es ein Icon? Ich weiß es nicht. Ist wieder Philippe Anderson. Ist es. Was ist. Das muss ein Icon sein. Ich weiß es nicht. Also, es tut mir leid. Wer ist das? Ist es eine Hero-Karte? Okay. Paolo Futre, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass die in den Packs sind. Hat der inzwischen 4 Sterne Weak Foot auf der Karte? Was ist das denn für ein geiles Pack mit Van der Sar noch? Das ist ja mal übertrieben geil. Der kracht doch richtig, oder? Jo! Das ist doch mal schön. Ich habe ja die ganze Zeit noch den 88er Van der Sar im Einsatz, weil er halt einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr stabiler Torhüter ist. Und das haben wir doch jetzt mal gerade schön geupgradet. So, dann machen wir noch das zweite 85 plus mal 10. Das ist wieder eine Foot Birthday-Karte. Spanien, ZTM. Rodri als erster Walkout und dann dahinter kann man es immer nicht wissen. Das ist wieder Sirloaf. Okay, den können wir dann jetzt auf jeden Fall in dem 88er Team eintauschen. Der Sirloaf, ich habe es vorhin gecallt. Ich habe es gesagt, der Sirloaf, den werde ich safe ziehen. Jetzt habe ich ihn schon zum zweiten Mal gezogen. Ich glaube, ich hatte ihn sogar tradable gezogen vorhin, ne? So, 84 plus mal 20. What the birthday? Portugal. Das wird Ruben Dias sein. Das ist ein doppelter Walkout. Und dann schauen wir mal, wen wir da noch bekommen. Das ist schon mal gut. 89 ist schon schmackhaft. Das ist schon mal eine gute Baseline. Und dazu kommt dann, ich erkenne die immer nicht. Gosens! Auch eine sehr, sehr starke Karte. So, wenn man sich das mal im Gesamten anschaut von den Face-Stats. Schon sehr, sehr interessant. Und 7 Duplikate. Geht nach dem 88er und dem 89er weiter mit 86ern. Mal schauen, was dahinter ist. Jede Menge 85er.
84 plus mal 20. Foot Birthday Deutsch. Das ist wieder Gosens. Vielleicht kriege ich einen doppelten Foot Birthday Walkout. Ja. Rot. Das war eine der Karten, die ich gesehen habe. Da dachte ich so... Die ist aber schwach. Ja. Finde ich eher uninteressant. Aber jetzt haben wir auch noch den anderen Gosens gezogen. Wir machen es einfach. 84 plus mal 20, Nummer 3. Es ist kein Foot-Birthday-Spieler. Aber dafür Mbappé. Katoto wahrscheinlich, ne? Katoto. Und dazu Ruben Dias. Und damit, Freunde, damit werden wir uns wahrscheinlich jetzt dem alten Player-Pick widmen können. Höchstwahrscheinlich. Den Ruben Dias werden wir wahrscheinlich da jetzt eintauschen. Zwei Informs, das ist natürlich jetzt das. Das tut weh irgendwie, um ehrlich zu sein. 88 plus. Thunderstruck, Winter Wildcard oder Team of the Year. Das, das fühle ich schon sehr, muss ich sagen. So ein Team of the Year-Icon wäre schon ziemlich geil. Ja, R10, Thunderstruck, alles klar. Wir schauen einfach mal, was uns hier bei den Playstyles, bei der ersten Icon entgegenkommt. So ein Zidane würde ich auch nehmen, by the way. Wie gehe ich durch die Playstyles? Chipshot. Powershot Plus ist schon immer für mich ein Playstyle, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann. Dazu Incisive Pass, Tiki-Taka, das finde ich ganz cool. Nichts Defensives. Also es muss ja irgendwie so eine offensive Mittelfeldaktion sein. Oh, nicht komplett verkehrt. Okay. Habt ihr eine Ahnung, welche Icon das ist? Anhand dieser Playstyles. Ich bin ein bisschen lost. Powershot Plus. Powershot Plus. Hä? Ham hat nicht Tiki-Taka, oder? Man macht mir keine Hoffnung, Brody. Ey, du kannst doch nicht jetzt einfach Ham sagen, aber das stimmt schon. Die hatte früher, hatte die... Nein, das ist doch Quatsch. Oh mein Gott. Das ist nicht Ham. Das ist nicht Ham. Ich bekomme nicht solche guten Icons. Hört mal auf, das ist so gemein. Wenn ihr jetzt so nach einer Minute schreibt, das ist Ham, dann bekomme ich kurz die Hoffnung, dass ihr es nachgeschaut habt und dass ihr denkt, das passt von den Playstyles. Und das ist so gemein. Ohne Schweiß. Das ist wirklich so gemein. Es ist Kröpf. Geil. Oh mein Gott. Ich habe heute noch drüber gesprochen, in dem Spiel, als ich gegen den Kröpf gespielt habe, dass ich Kröpf immer unglaublich unangenehm finde bei den Gegnern, weil der einfach nicht vom Ball zu trennen ist. Und dass es so viel krasser ist als wie bei Pelé oder Best oder irgendwie solchen Spielern. So, neuer Spieler, neues Glück. Was soll ich dazu sagen? Also, ich weiß nicht, es ist so geil, Mann. Es ist so selten, dass ich so, egal was jetzt hier noch passiert, aber dass ich einfach mal so einen Spieler bekomme. Krass. Ja, es ist echt schön. Okay, das ist eine defensive Icon. Das wird ein Teuter sein, oder? Das ist ein Teuter. Okay, ist nicht schlimm. Das ist ein Teuter. Nehme ich an. Ja, es ist ein Teuter. Wisst ihr, wer das ist? Er hat alle defensiven alle Teuter-Playstyles. Lass uns raten. Ich denke, es ist Van Nistelrooy. Ich habe vorhin gecallt, dass ich Casillas bekomme im Player-Pick. Gut, da wusste ich nicht, da dachte ich aber, es wäre der Teuter, den ich nehme. Finesse, normal. Chipshot. Also ist anscheinend, ich denke eher ein Stürmer. Kein Passing-Playstyle. Also es wird wahrscheinlich ein Stürmer sein. Kein defensiven Playstyle. Das ist, denke ich, safe ein Stürmer. Rapid und Technical Plus. Technical Plus. Quickstep.
es sind nicht so viele, um ehrlich zu sein. Oh, oh, Winter Wildcard. Ich weiß, welche Winter Wildcard hat Technical? Es ist Owen. Guter Cornmulz, ich weiß nicht, ob es gerade schon zu sehen war. Denn ich habe den Kollegen hier im Player-Pick. Wahnsinn, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verklicke. Deswegen nochmal kurz den Controller in der Hand halten, damit jetzt hier kein Scheiß passiert. Okay, den müssen wir jetzt einfach mal nehmen. Also die Entscheidung ist relativ klar. Und dieser Player-Pick, das ist, glaube ich, der erste Icon-Player-Pick, der sich so brachial gelohnt hat. Es ist, denke ich, die beste Icon, die ich jemals irgendwo bekommen habe.